Das kann ich auch gut zum Verzaubern benutzen. Den Redstone nehmen wir auch wieder mit. Zack. Ich hoffe, wir finden noch ein paar Diamanten, bevor ich wieder hoch muss. Und bevor die dritte Spitzhacke dann in den Arsch geht. Ich grab mich jetzt einfach mal in eine Richtung nur. Irgendwann werden wir dann bestimmt auf Diamanten mal treffen. Okay, das war die erste Spitzhacke. Ich kann eigentlich auch mit der Steinspitzhacke kurz noch weitermachen. Die ist zwar gleich weg, aber immerhin ein bisschen die andere Spitzhacke geschont. Muss ja auch mal sein. Jetzt habe ich ja hier auch lange Gänge, also einen langen Gang. Dann kann ich links und rechts jeweils viele kleine lange Gänge machen, um dort nach Diamanten zu suchen. Das wäre jedenfalls noch eine Idee. So, Fackel. So, zack, zack, zack. Ist wieder Redstone, das ist sehr schön. Lapis Lazuli wäre ich auch wieder glücklich drüber. Aber ist ja auch nicht so schlimm, erstmal Redstone. Vielleicht kann man ja auch mal ein paar Redstone-Schaltungen machen oder sowas. Ein paar Fallen aufstellen am besten. Wäre ja gar nicht mal so schlecht. Aber dazu bräuchte ich halt noch ein paar Materialien. Also Fallen, Monsterfalle wäre schon ganz gut, die werde ich vielleicht auch mal bauen. Müssen wir bloß mal gucken, welche ich baue oder wie ich die aufbaue. Weil Monsterfallen sind ja auch nicht gerade leicht zu bauen, vor allen Dingen nicht, wenn man hier wirklich auf Hardcore vielleicht auch spielt. Ne? Ich bin ja froh, dass ich überhaupt schon so lange überlebt habe hier. Sekunde mal kurz. So, bin wieder da. Ja. Ich muss mal gucken, wie war das mit der Monsterfalle dann bauen? Schaufel. Brauche ich nicht. Gerade brauche ich die Schaufel nicht. So, aber ich glaube, ich brauche die jetzt dann. Den Kies hier ab. Kies ist immer gut. Okay. Ah, Feuersteine hatte ich auch noch nicht. Okay. Dann habe ich jetzt welche. Okay.
da ist nichts. Aber es hört sich immer so bedrohlich an, alles hier. Ist schon geil gemacht. Aber man kriegt dann auch wirklich manchmal die Muffen voll. Aber naja. Dafür macht das Spiel ja Spaß. So, da machen wir mal die Fackel mal hin. Jetzt bauen wir hier den Kies mal weiter ab. Ist ja doch ein bisschen viel Kies, was wir hier auch haben. Aber noch eine Schaufel bei? Nein. Dann muss ich das wohl ohne Schaufel jetzt machen. In der Hoffnung, dass der Kies gleich hier vorbei ist, dann demnächst. So. Aber Hardcore ist das wirklich, das Spiel hier. Also. Schon krass, vor allen Dingen mit den Neuerungen und so hat alles, finde ich, das ist noch ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Aber stört mich nicht. Es ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Und ich hoffe, ich überlebe lange. Ich will ja noch ein bisschen hier was sehen, auch von der Welt. Das erstmal. Dann machen wir die Steine hier wieder weg. Da ist Eisen, da ist Redstone, sehr schön. Das nehmen wir alles mit. Und das war die nächste. Und jetzt haben wir nur noch eine Spitzhacke hier. Das ist nicht so schlimm. Wir haben ja jetzt auf jeden Fall ein bisschen was geräubert hier. Ich finde, wir sind gut vorangekommen hier. So. Dann werde ich hier den Kies noch abbauen, schnell mal gucken, ob dahinter noch was ist. Nein. Dann werde ich den Kies hier noch ein bisschen abbauen. Und dann ist fast vorbei. Die zwei hier noch. Okay. So. Ich hoffe, wir finden noch ein paar Diamanten. Das wäre zumindest sehr löblich schön. Also wenigstens so. Oh, Lapislazuli. Sehr schön. Das brauche ich immer. Und Gold. Oh, jetzt haben wir auch Gold gefunden. Geil. Wenn jetzt hier noch Diamanten wären irgendwie, dann wäre ich der glücklichste Mensch hier in Minecraft. So, Redstone abbauen. Zack. Oh, da war noch was. Nicht übersehen hier. Gold, Gold, juhu. So. Dann wollen wir mal weitergehen. Noch haben wir ja ein bisschen was an der Spitzhacke dran. Platz haben wir auch noch ein bisschen, aber ist auch nicht mehr so viel. Granit nehme ich auch gerne mit. So. Hier haben wir Kohle. Das ist auch gut. Kann man immer gebrauchen. Ich glaube fast, meine Fackeln reichen genauso lange, wie die dritte Spitzhacke hier noch Haltbarkeit hat. Ja, das wäre es ja. So. Es wäre schön, wenn ich hier noch ein paar Diamanten kriegen würde. Wie gesagt, ein einziger würde mir reichen. Erstmal. Weil Lava habe ich ja hier. Und da
Daraus kann ich schön Obsidian basteln. Wobei ich brauche sowieso auf jeden Fall noch drei zusätzliche Diamanten. Ich muss ja auf jeden Fall eine Diamantspitzhacke bauen. Ich muss ja eine bauen. Naja, ist ja nicht schlimm. Irgendwie kriegen wir das hier schon geregelt. So, das machen wir so. Das Eisen nehmen wir mit. Das habe ich gar nicht gesehen. Hier hinter. Aber umso besser, haben wir wieder ein bisschen mehr Eisen dazu gekriegt. Das nehmen wir mal mit. Schade, dass hier nicht so viele Diamanten anscheinend sind. Aber ist nicht so schlimm. Dann werde ich beim nächsten Mal mir ein paar Gänge hier links und rechts machen. Aber jetzt ein bisschen abgebaut hier in die Richtung. So, ja. Die war's. Das ist das, was wir jetzt gesammelt haben. Ein Diamanten, 4 Stacks Redstone plus 4, ein Lapis Lazuli Stack und plus 1, 29 Eisen, 7 Gold, 36 Kohle, 14 Feuersteine. Ey, das hat sich gelohnt hier. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn ich dann noch links und rechts hier jeweils entlang gehe. Das wird bestimmt was. So, gehen wir mal nach oben erstmal. Ja, Skelette rennen ja auch rum, ich höre es. Aber unwichtig. So, wir sind auch gleich wieder oben. Da sehe ich schon ein bisschen was. So, sehr schön. Dann würde ich sagen, schiebe ich erstmal das in den Ofen und die Kohle. Und ich werde mir mal eine Truhe basteln. Eine zweite. So. Die machen wir mal dahin. Dann machen wir hier das ganze Gefundene wertvoller. Zack, 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 zack. So. Hier ist noch Gold. Haben wir da Wertvolles drin? Die Kohle und das Gold. So, also hier werde ich auf jeden Fall Minenmaterial reinsetzen. Alles, was aus der Mine geholt wurde, was ich nicht zum Bauen brauche, sondern eher zum Werkzeug herstellen und so. Okay, die Sonne geht gleich wieder unter. Kann ich ja gleich in der Hütte bleiben. Ah. So, meine Kartoffeln wachsen auch sehr schön. So, dann machen wir hier die Steine mal rein, den Kies. Okay, mehr passt nicht rein. Ich werde noch eine Truhe machen am besten. Habe ich noch, ja, hier habe ich noch Holz. Dann werde ich das hier mal rausholen am besten. Ne, die Wolle nicht. Die Körner, den Kürbis, den Fisch, die Eier noch. Hier ist noch Kohle. Die kommt da rein. So, dann haben wir noch eine große Truhe, wo ich die Nahrung reinmache und alles. So. Das alles, genau. So, dann passt das hier auch wieder da rein. Zack. Verrottetes Fleisch, das. Das. Aus da.
bleibt. Das kommt raus, das kommt raus, das und das, 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 das. Obwohl die Leiter nicht. So. Ach, sortieren muss man auch selber hier, stimmt ja. Na gut, dann mache ich das schnell so. So. Das verrottete Fleisch können wir auch noch da reinmachen. So, sehr schön. Dann würde ich sagen, geht mal pennen. So, und aufgewacht, ein neuer Tag beginnt. Aber nicht für uns. Wir werden jetzt die Aufnahme hier beenden. Erstmal, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft auf Hardcore. Habt noch einen schönen Nachmittag, Vormittag, Tag, überhaupt oder Nacht. Bis bald und tschüss.